Na gut, wo wir gerade hier sind. Wir können mal einen Spruch ändern. Wir haben, seit wir heute zocken, noch überhaupt keinen Spruch geändert und das kann ja mal so nicht angehen. Also editieren wir einen festgelegten Text. Schauen wir mal ganz kurz, wo wir aufgehört haben. Das hier klingt langweilig. Wir haben beim letzten Mal in den Einzelduellen aktiviere Falle, winde dich im Schmerz. Hahaha, ist Spruch eingestellt. Also, dieses Mal stellen wir ein, was, wenn wir unseren Spielzug beenden? Wenn wir unseren Spielzug beenden, können wir sagen, ich beende meinen Spielzug. Mein Spielzug ist vorbei. Mein Spielzug endet nun. Mein Spielzug ist beendet. Beenden Spielzug ich. Ich beende meinen Spielzug. Mein Zug ist beendet. Mein Zug ist zu Ende. Ich beende meinen Spielzug. Mein Zug ist zu Ende. Damit ist mein Zug erstmal um. Ich beende meinen Zug. Das war's für mich in diesem Zug, Baby. Mein Zug ist vorbei. Ich beende meinen Zug, Baby. Mein Spielzug ist beendet. Ich nehme an, das ist mein Zugende. Punkt, 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 Punkt. Ich Zug beendet. Ich beende meinen Zug. Mein Zug ist vorbei. Hehe, ich beende meinen Zug. Ich beende meinen Zug. Danke für deine Geduld. Ich beende meinen Zug. Damit bin ich fertig. So, mein Zug aus und vorbei. Ich beende meinen Zug. Ich beende meinen Zug. Ich beende wohl meinen Zug. Hast du warten müssen? Mein Zug ist vorbei. Ich bin fertig. Und dann Monzug. Was? Ende meines Zuges. Hiermit beende ich meinen Zug. Ich beende jetzt meinen Zug. Mein Zug ist beendet, Liebling. Mein Zug ist zu Ende. Dein Zug. Das ist es für meinen Zug. Ende und aus. Okay, ich bin mit meinem Zug fertig. Zugende, du bist dran. Hier endet mein Zug. Zug beendet. Mein Spielzug ist nun beendet. Und beende meinen Zug. Ich denke, ich beende meinen Zug. Mein Zug ist zu Ende. Was sagst du? Das sind alle Sprüche. Die sind zugegebenermaßen nicht super spannend, aber welchen davon sollen wir nutzen? Aki, hey! Ein frohes Neues auch noch an dich an diesem Ende des Januars. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Wie war dein Jahr soweit? Irgendwelche Meinungen zu den Sprüchen hier? Und dann Monzug. Ja, ich hatte das auch im Blick, weil es das Einzige ist, was irgendwie weird ist. Und dann Monzug. Nehmen wir das. Ja. Ne? Monzug. Whatever. Weirder Spruch. Ja, dann machen wir doch gerade noch schnell, wo wir hier sind, ein Einzelduell gegen Freier Lasterhafter Drache. Das ist auch ein Name. Freier Lasterhafter Drache. Ich habe das Gefühl, da wurde irgendwas nicht richtig übersetzt. Irgendwas, was gut klingt, maybe. Ja, ne? Monzug klingt perfekt, denke ich. Fragezeichen. Was haben wir denn? Ein Staubzornado. Und dann spielen wir erstmal diesen genverzerrten Kriegswolf. Der Gegner, den wir jetzt gerade haben, der könnte ein normales Monster-Deck haben. Wenn ich mir das Viech da so angucke. Wie mein Jahr war echt scheiße, ist nicht so schön. Nur noch mehr chronische Krankheiten bekommen. Ach Gott. Das tut mir leid. Ich muss durch den Monzug hinter Mon-Deck bis ans Ende des. Ach du Scheiße. Jesus Christ, Unrat. Jesus Christ. Dein Banner-Deck? Anfang. Terraformt sich die freie Welt. Aha. Damit er Eigenschaften kontrollieren kann oder so. Während jeder deine Endphasen zahle 500 Life Points oder zerstöre diese Karte, jeder Spieler erhält bestimmte Effekte abhängig von den Eigenschaften der Monster, die er kontrolliert. Licht, spiele fortwährend mit vorgezeigter Hand. Finsternis, falls du zwei oder mehr Monster kontrollierst, kannst du nicht angreifen. Erde, während deiner Standby-Phase zerstöre ein Monster in offener Verteidigungsposition, das du kontrollierst. Wasser, während deiner Endphase wirf eine Karte ab. Feuer, während deiner Endphase hältst du 1000 Punkte Schaden. Wind, du musst 500 Life-Points haben, um eine Zauberkarte zu ziehen. Okay. Wir bleiben einfach bei Erde, ich glaube, das ist ein guter Plan in diesem Fall. Erde und Angriffsmodus. Das Dunkelschlangensyndrom. Wir könnten es MST'en. Aber ich will es eigentlich gar nicht MST'en. Freie Welt. Zahle für 100 Lebenspunkte. Ja, dann zahl mal. Hat er gezahlt. Welt aktiviert sich, aber wir haben nichts in der Verteidigungsposition, was wir zerstören könnten, müssten, täten. Ich denke, wir greifen einfach mal an. Mal gucken, was er da so liegen hat. Stealthbird. Stealthbird! Volltreffer!
Wie konnte ich nur darauf kommen, dass ein Burner-Deck wahrscheinlich Stealth Bird spielt? Bin manchmal von mir selbst überrascht. Genverzerrter Kriegswolf. 2000 Punkte Schaden. Endphase. Grr, indeed. Das kann das Dunkelschlangen-Syndrom Damage auf allen Seiten verursachen. Gucken, ob er sich auch noch in irgendeiner Form wehrt oder ob er jetzt einfach nur seine Karten bezahlt, bis er tot ist. Okay. Okay. Gehen wir nochmal seine neue Verdeckte. Nicht, dass es nachher noch irgendwas Gefährliches ist oder so. Das sah nicht gefährlich aus. Freiwelt! Kostet ihn wieder Lebenspunkte. Okay. Weil wir weiterhin nix, weil unsere Seite ist komplett Erdmonster belastet. Ein Golem-Wachposten hat keine wirkliche Chance, weil der hat nur 1,8. Ja, die ganzen 1,8er Defa-Monster sind halt schon stark abgefallen. Mit dem Advent von immer und immer mehr 1900er Monstern, so dass 1900 eigentlich der Standard im Angriff war. Und Face. Grrr. Dunkelschlangen-Syndrom. Tickt weiter. Macht ihm noch mehr Damage. 400. 400. Lange hält er sein eigenes Dunkelschlangen-Syndrom auch nicht mehr aus. Insbesondere da er jetzt die freie Welt wieder bezahlen muss, die wieder 500 kostet. Also Dunkelschlangen-Syndrom killt die nächste Runde. Mother Grizzly. Freie Welt. Da haben wir halt keine Erdmonster mehr zu spielen, also halten wir das mal so. Heuschreckenschwarm. Finde ich ja voll spannend, die ganzen Flipmonster zu spielen. Ich meine, vielleicht hat er das einfach nur nicht gezogen, aber irgendwie hat er keine einschränkenden Karten, die unsere Angriffe verhindern. Das ist irgendwie ein Problem. Vielleicht hat er ja Gravity Binder irgendwo im Deck. Wir haben es nur nicht gesehen. Girl. Du gewinnst. Siegesbonus, Duellantenbonus, Duellbonus, Bonus, Bonus, Bonus. Keine Spezialbeschwörung, Bonus. Boah, ne? Soweit so easy. Dann gehen wir in Story-Modus zurück. Hey Dude, der Rossi, gegen den haben wir schon zweimal gewonnen, gegen den Rossi, das ist doch gut. Dann brauchen wir Rossi auch nur noch einmal Platz zu machen. Ein Duell, ja klar, legen wir los. Let's Ross it up. Was für ein Ding? Catenaccio-Duell. Kann man das essen? Ist das ein Musikinstrument? Na, stecken geblieben, ne? Race, mein Sektenritter. Und eine Sakuretsu Rüstung hinterher. Wir haben unseren tollen Hammerschuss. Mal gucken, ob wir den gebrauchen können. Erstmal spielt unser Gegner. Verdeckte Verteidigung. Nicht so spannend. Meine Verdeckte, meine Verdeckte. Geh mir doch auf den Keks mit Verdecken. Ich denke, wir bleiben einfach in der Offensive. Schamama. Ach, Getriebekohle. Schreibt mir eine harte Defensive, soweit ich weiß. Okay. Das ist ja gut zu wissen. Ich meine, er hat eine bewegliche Festung gespielt, also würde das diese Vermutung unterstreichen. Wird wohl stimmen. Punkt, Punkt, Punkt. Ein Breaker ist zwar gut und schön, aber wir werden den Saborg hier brauchen. Für seine blöde bewegliche Festung da. Saborg! Unterdrückungsherrschaft. Okay. Das war aber keine Spezialbeschwörung, also hilft dir das relativ wenig. Let's go. Ich bin jetzt weg, hab kaum noch Akku. Eieiei. Ja dann.
Bis dann, Florian. Lad deine Akkus wieder auf. Genieß die restliche Woche. Vielleicht sieht man sich ja der nächste wieder. Ein Fest. Ich bin Ron, zieh. Und jetzt sieht's. Ah ja. Hat er gezogen. Ein Fest. Boah, legen wir mal mit raus. Kann ja nicht schaden. Wir spielen einfach hier unsere Elfenzwillinge. Volle Breitseite und so. Wegen der harten Defensive gehe ich aber mal lieber unser Borg da rein. Oh, da hätten tatsächlich auch die anderen gereicht. Naja, gut beides für alle. Das hat mich jetzt gerade verwirrt. Draußen von meinem Fenster fängt es gerade an zu hageln. Zack, 1100. Nochmal 1100. Bitte! Ah ja! Du gewinnst! Bum, bum. Und da wir ihn schon zweimal besiegt hatten, sind wir mit Rossi damit auch schon endgültig fertig. Blieb, blieb, blieb. Ein Traum. Guck nicht so! Ich meine, du hast gewonnen! Na ja, halt die Klappe. Dann haben wir noch die Shopkeeps natürlich. Aber die können wir wahrscheinlich erst wieder später herausfordern. Glaube ich, denke ich. Nein, ich. Vielleicht ich. Nicht sicherlich. Im Self-Staten. Und dann nochmal gegen das lustige Göttin-Deck von der Anna hier. Dann sind wir mit ihr auch fertig. Schwatten. Das ist wieder unsere beste Karte im gesamten Deck. Der Kunai mit Kette. Oh. Scheint ja gut gezogen zu haben. Really. Ja, dann spielen wir mal einen Säbelsaurier? Fragezeichen. Fallgrube? Fragezeichen. Okay. Die KI hat das Masterplay auf der Hand. Top Deck. Eine weitere Zauberfallenkarte. Alles klar. Jetzt einen schweren Sturm ziehen. Wäre nur lustig. Schade. Ja, dann bleiben wir in der Offensive. Das ist das Kind! Bonk. 1100. Ja, ist echt schlau, einfach alles zu spielen, was wir an Angriffen haben und die Lebensroute zu dezimieren. Finde ich auch ziemlich schlau. Ich finde es nicht so schlau, gar nichts zu spielen, aber es scheint ja schlecht gezogen zu haben. Wahrscheinlich irgendwie 4 Opfermonster auf der Hand. Da kommt noch eine dritte verdeckte Karte, aber kein Monster. Hart. Okay, wir bleiben einfach mal bei unserem aktuellen Feld und gucken, was passiert. Kommt echt gar nichts. Spielt ihr echt in dem gesamten Duell keine einzige Karte aus? Ja. Das ist heftig. Für das gesamte Duell nur Kartenrücken gesehen. Das hat man auch nicht häufig. Du gewinnst. Schwumpump. Siegesbonus, Duellantenbonus, Duellbonus gesamt, mehr CPU Siegebonus, Bonus, 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 Bonus. Und ein Duell, in dem wir nur Kartenrücken sehen, hat natürlich somit die höchste Belohnung, die wir kriegen können. Das ist schon ein bisschen traurig. Ach, ich habe verloren. Das hat echt Spaß gemacht, nichts zu tun in diesem Duell. What? Ist das denn nicht der Typ mit dem 6er Morai? Mit dem fiesen Deck, gegen das ich eigentlich gar nicht duellieren will? Das ist Oda, ja. Oh boy. Let's go, 6 Samurai Deck! Könnte mal wieder kritisch werden. Es ist immer kritisch, gegen 6 Samurai Decks zu spielen. Fehlt es schon gut. Insbesondere, weil es meistens 7 Samurai sind. Dann nehmen wir den MST. Und dann spielen wir das mit den Insekten-Rita im Angriff. Er
keinen Schirm, also es ist weak. Im Vergleich zu Meta-Decks ist es vielleicht weak, aber unser Deck ist halt auch nicht unbedingt dolle. Das ist nicht das beste Deck der Welt. Es hat 1900 Angreifer. Sonst haben wir nicht super viel zu bieten. Verräterische Schwerter, ja, im Traum. Gut, das war eine MSC da hinten haben. Schätze, dann entfernen wir mal dieses Schwert. Mit Kröten für einen Stift. Achso, das ist Donation Girl gelesen. Ja. Ich habe vor einigen Tagen erfahren, dass ein Apple Pencil 100 Euro kostet. Ich find's auch widerlich. Finster Resonator. Schätze ist gerade unsere beste Wahl. Ich meine, sind eh Samurai. Die haben jetzt nicht unbedingt die Verteidigungswerte, soweit ich weiß. Ich nehme trotzdem mal den Insektenritter für den Fall eines Falles. Und es ist Sheens Fußsoldat. RIP Sheens Fußsoldat. Und Sheens Fußsoldat holt Kamon! Ich schätze, dann schrumpfen wir Kamon mal, damit da keine zwei Samurai gleich auf dem Feld sind. Ist das der grenzgenetische lichtgebogene Stift eines alten Mannes? Ja, I guess. Sowas in der Richtung. Spannendes. Er hat auf jeden Fall einen Sanji, aber der tut uns alleine natürlich nicht super viel. Bisschen Schaden, aber das war's dann auch schon. Finsterer Resonator überlebt durch seinen Effekt. Und dass Sanji allein ist, kann auch nicht seinen Effekt benutzen, um uns direkt zu zerstören. Mwahaha. Ja, dann. Geister Sensenmann. Was haben wir denn so an 6-sternigen Krimskrams? Gojo-Wächter, oh ja. Let's go it up, yo. Der Meteor Beam Dragon ist auch wieder da. Einen wunderschönen guten Abend, schön dich zu sehen. Million Gigs. Wie geht's dir? Wie war dein Jahr soweit? Inzwischen sind es ja 18 Samurai. Die 6 Samurai. Wait, what? Gojo-Wächter, Angriff. Nutzt, glaube ich, auch nur die alten 6 und nicht die neuen. Nein, natürlich sind das nur die alten. Die neuen gibt es ja noch gar nicht in der Edition. Ja, komm, schnappen wir uns einen Sanji von der gegnerischen Seite. Zack. Da ist er ja. Der Crazy Camel ist wieder da. Mit einem Sub auf Stufe 1 für 29 Monate. Und damit auch gerade Streamboss, weil hier nichts im Overkill momentan ist. Danke, Camel. Nabend, wie war dein Jahr soweit? Letzte Mal, dass ich gestreamt habe, hattest du gerade noch Geburtstag. Ist schon eine Weile her. Hab damit auch Trishys Geburtstag vollkommen verpasst. Hab ihn noch überhaupt nicht nachträglich gratuliert. Wenn du sie siehst, dann gratuliere mal nachträglich von mir. Sonst mache ich es, wenn ich sie sehe. Call. Ja, vor allem können wir uns einen Sanjin-Angriff legen, ne? Und Reese. Jetzt habe ich fast schon wieder Geburtstag. Geht so. Schur. Gaia-Ritter, die Kraft der Erde. Synchro, what? Lump. Battleface. Als ich gerade mit dem Insektenritter an, musst du schon selbst machen, so weit was geknickt, dass du nicht dran gedacht hast. Ja, tut mir leid, ich war sehr, sehr anderweitig beschäftigt. Wie du wahrscheinlich gemerkt hast, daran, dass ich seit einem Monat nicht gestreamt habe. Zack, bitte! Ah ja! Du gewöhnst! Bom, bom. Er ist aber ein guter Verlierer. Siegesbonus, Duellantenbonus, Bonus, 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 Bonus.
Ach, ich habe verloren. Bin ich von der Lesener Schönheit, wenn ich in den Traum. Oh, Jesus Christ, der Typ war das. Geh weg. So, wir müssen nicht mehr mit Oda duellieren. Ein Traum. Womit denn, wenn man fragen darf? In erster Linie mit Arbeitskram und dann noch mit familiärem Kram. Okay. Ich meine, da oben ist noch nicht mal eine Transition angezeigt. Ich glaube nicht, dass wir da jemals nach Norden weiterkommen. Wie war's denn hier unten? Hideki, hatten wir auch schon zweimal platt gemacht. Das ist doch eine gute Vorarbeit, die wir hier schon geleistet haben. Dann geht das doch wenigstens relativ schnell hier voran. Duellieren! Wenn es hier um ein Standardduell geht. Was geht nicht um ein Standardduell, Mr. Peinlicher Schwarm. Den dritten Sieg gegen Hideki. Ist das nicht ein Anime-Hauptcharakter? Zu irgendeiner alten Show. Der Name kommt mir sehr bekannt vor. Zack, Verteidigung. Verdeckte, verdeckte. So ein schwerer Sturm vom Topdeck wäre wieder cool. Ja, und dann müsste er nämlich auch. Mal eben Tische auf der Arbeit überraschen. Ah ja, alles klar. Viel Spaß, Kerne. Bin gespannt, ob sie sich freut. Nur den Skin eines Anime-Antagonisten der zweiten Folge. Ja, nee, ich meine den Namen auch eher bekannt aus einem völlig Yu-Gi-Oh! Unrelatedem Anime. Ich meine, das ist irgendein Hauptcharakter aus einer alten Show. Hat aber nichts mit Yu-Gi-Oh! Zu tun. Kommen wir dann noch durch. Es war ein Dimensionsgefängnis. Was in aller Welt. Ein buntes Dingen. Überraschung im WWW-Posten. Kann es durchaus sein, ja. Punkt 1. Punkt 2. Okay, Hideki. Hideki hat verräterische Schwerter. Das finde ich natürlich eher nervig. Momentanfenster resonieren, kann man nur Bellum rufen, bringt das natürlich nicht so viel. Ich soll sie ja eigentlich erst in einer Stunde abholen, hab aber auch gerade Feierabend, keine Lust später nochmal loszufahren. Alles klar. Ja dann. Kann seine Überstunde abbauen oder so. Ja, ist klar. Ciao, Magak. Ich schätze, wir bleiben in der Offensive lieber. Beja ist Beja. Big Dank Runde 2. Sonst kommt der Typ dann noch auf die Idee, irgendwas in Angriffsmodus zu legen oder so. Spiegelwand, ja. Gucken wir mal den Drill Ride. Vielleicht liegt er dann wieder in Angriffsmodus und wir können die Spiegelwand dagegen aktivieren. Oder die Sakura-Zuluster. Yay, wir sind die Schwerter los. Ich hasse diese Dinger, wenn man sie nicht removen kann. Punkt. Morphotronischer Magnet. Okay. Das war's. Cool. Morphotronischer Magnet. Jetzt spielen wir. Ja, ist klar. Bisschen schwer, müsste schwerer stören. Langsam, bla bla bla. Falls ein Gegner ein offenes Monster kontrolliert, kann diese Karte nur sein Monster mit den höchsten Attacker. Solange in Angriffsposition. Falls ein Gegner ein offenes Monster kontrolliert, kann diese Karte nur sein Monster mit den höchsten Attacker. Und dann stirbt's. Ha. Weird. Sinnlos. Säbelsaurier. Dann killen wir das Ding jetzt einfach und dann war's das mit morphotronischer Unfug. Oder sehe ich hier irgendwas nicht? Na, ich kann ihm auch nur wieder Unsinn. Drillroid, buddel dich durch! Batteriemann D, oh Gott! Buddel, buddel, buddel! Und Insektenritter 1900. Schon ein merkwürdiges Deck, was er da hat.
Schon ein sehr, sehr merkwürdiges Deck. Ich glaube, das hatten wir auch schon bei den letzten Malen angemerkt, die wir gegen Hideki duelliert haben. Das hat irgendwie alles ganz, ganz Weirdes, was er da spielt. Ja, wieder irgendwas, was wir bei uns durchbuddeln dürfen. Ist noch irgendwie ein dicker Beatdown und dann war's das. Das ist der Tiamat ja wieder. Du bist. Hast du das jetzt absichtlich gemacht? Bist du genau verschwunden, als Camel gekommen ist und bist wieder da, nachdem Camel weg ist? Geister Sensenmann, let's go. Tiamat hat Kabel getauscht, ja. Es ist noch ein Oshaleon, der sich mal geschmeidig beseitigen darf. Zack, Säbelsaurier, Angriff. Das sollte jetzt kein großes Ding mehr hier werden. 1100. Oh, nochmal 1100. Jo! Und Geister Sensenmann. Glaubst du, dass du hiermit fertig wirst? 300. Leider nicht sein Tod, aber nochmal eine Handkarte weg. Das war eine Valkyrie, wenn ich das richtig sehe. Ja. Valkyrie des Magiers. Ja, mein Freund, wir haben ja immer noch 3 verdeckte Karten und 4 Monster. Jetzt muss schon ordentlich aufbauen. Ich war schon vorher zurück, aber die Geschwindigkeit war niedrig, weshalb der Stream immer nach ein paar Sekunden gestoppt ist. Das ist natürlich ärgerlich, ja. Na gut, dann buddelt Mr. Drillroyd sich dann mal durch die letzte Karte. Buddel, buddel, buddel! Es ist Marshmallow! Buddel, buddel, buddel! Wir nehmen nicht mehr die 1000 Punkte Schaden. Alex Quell Speed ist heute auch hoch. Belastet mein Stream auch. Es ist eigentlich nicht anders als sonst. Wahrscheinlich haben wir keine Option für Qualität oder so. Weshalb wir nicht, weshalb man nicht runterschalten kann. Ist ziemlich gut. Danke, dass du so eine herrliche Show geboren hast. Ja, kein Problem. Ciao. Hier waren wir schon überall. Da steht Yusei. Ich meine, mit Yusei können wir momentan nicht wirklich viel anstellen. Hier ist der My Way or Highway. Ich speichere mal lieber, bevor irgendwas passiert, wenn ich mit ihm quatsche. Letzter Gebietskampf. Morgen werden all die Tränen und all die Freude ein Ende haben. What? Okay. Ja, ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, das waren jetzt tatsächlich die letzten Duellanten, die wir hier dreimal in dem Bereich killen können, mussten, sollten, täten. Diese kann man immer was anstellen, außer er gibt einem keine Option dazu. Ja. Können wir irgendwas Sinnvolles noch für unser Bike kaufen? Wollen wir irgendwas Sinnvolles noch für unser Bike kaufen? Wir haben aktuell schon ein Gamma-Rahmen 1. Wir können Gamma-Rahmen 2 kaufen. Sure, gib uns mal ein Gamma-Rahmen 2. Stunden später. So, Motor. Sure, verkaufen wir mal einen Motor. CPU, verkaufen wir mal eine CPU. Wollen wir erstmal überhaupt gar nicht so wirklich. Macht er noch irgendwie immer langsamer, meine ich mich zu entsinnen. Mehr Teile einzubauen. Mal den D-Runner anpassen. So, von Gamma-Rahmen 1 auf Gamma-Rahmen 2. Dann. Ist das ja eigentlich nur ein Upgrade, soweit ich sehe. Das ist auch nur ein Upgrade. Wir können jetzt noch einen Turbo-Chip einbauen. Spezialchip, der die Motorleistung erhöht. Erinnerst du dich eigentlich an die Jacke, die ich mal von Yusei gepostet hatte? Ja. Wenn ich das abnehme, ist die jetzt so groß, dass ich da fast zweimal reinpasse. Das
Tut mir auf der einen Seite leid, auf der anderen Seite gute Arbeit, so viel abzunehmen. Ist nicht immer leicht. Keine Teile, keine Teile, keine Teile. Aber wir könnten Teile nehmen, wenn wir wollten, oder? Wir können scheinbar sowohl hinten als auch Mitte theoretisch nutzen. Ich meine, die User-Jacke war ja, glaube ich, sowieso qualitativ eher so, also ist das Ding wahrscheinlich eher mehr Deko als zum Tragen, oder? Schauen wir mal. Booster, High Booster. Diese Option ermöglicht eine weitere Steigerung der Beschleunigungsdauer durch den Einsatz von Sprintaggregaten. 600, 300. Ist das teurer. Wären auch unsere restlichen Punkte, das jetzt zu kaufen. Das Mitte, Flügel, Seitenpanzer, Feder. Verbesserte Bremsleistung, Aerodynamik, erhöhte Beschleunigung. Macht uns alles schwerer, ne? Alles, was nach unten rechts geht, ist natürlich schlecht, was uns so viel schwerer macht. Wir lassen das mal. Meine Downloadgeschwindigkeit sinkt immer wieder auf die Hälfte. Ich hoffe, die bleibt jetzt stabil. Durch die Krankheiten schon, darf leider kaum noch was essen. Verstehe. Also nicht unbedingt freiwillig. Jetzt immer die Flügel. Ist das sinnvoll? Ich meine, die Beschleunigung geht hoch, ja. Flügel. Verbesserung der Panzerung. Das verringert den Rest halt auch nur so ein bisschen, ne? Ja, ich denke, wir nehmen die Flügel. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Addition. Wir versuchen es mal. Frühschicht ruft, alles klar, ciao nu. Dann auch dir eine gute Nacht und gute Frühschicht morgen. Und willkommen zurück, Leader of Games. Dann machen wir die Flügel einfach mal dran und hoffen, dass wir nicht zu mega schwer dadurch werden. Schauen wir mal. Wir werden es im nächsten größeren Rennen feststellen. Jo, also, damit waren wir fertig. Hier, Chips würde ich nicht nehmen, da die echt das Dewey verlangsamen und die Handhabung einschränken. Muss ich mal schauen. Momentan haben wir den am wenigsten belastenden Chip drin. Beziehungsweise später die Booster. Um noch Sternchips auszugeben, wo ich gerade mal bei ihr bin. Sternchips für mich? Weiß ich nicht. Habe ich Sternchips für dich? Ich weiß es selber nicht. Wir haben 2 Sternchips, das ist nicht viel. Manchmal liegen Sternchips einfach rum. Ja, wir haben schon alles ausgegeben. Wir haben schon seit geraumer Zeit die Story nicht mehr weitergemacht und dementsprechend wenig zum Freischalten gehabt. Wo steht denn unser Story Progress? Bloß nicht die Speedchips oder Turbo. Ja, habe ich eben schon gesehen. Die haben so viel Gewicht drin, dann kannst du vergessen. Ich bin mega vorbereitet. Morgen ist der letzte Gebietskampf, bevor wir Satellite erobern. Bett fertig? Ja, ich schätze schon. Versichere dich davor, dass du deine Team Satisfaction Uniform trägst. Game, kannst du das nicht einfach automatisch machen? Ist das wirklich so ein großes Ding, den Stil hier auf Team Satisfaction zu ändern? Hier. Kuro. Nerv nicht. Geh mal speichern. Da haben wir ihn gespeichert. Bin mega vorbereitet. Habe ich gerade irgendwie schon mal gehört. Ja, ist okay. Super. Morgen werden wir alles geben. Ja, dann.